Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum heutigen GeForce Now Games am 25. Januar 2024. Ja, und heute haben wir die erstmalige Situation, dass ich euch von vielen Spielen berichten werde, die GeForce Now wieder verlassen werden. Warum das so ist, warum es euch vielleicht manchmal auch nur so vorkommt, dass die Spiele verlassen und all diese ganze Thematik, die versuche ich heute auch mal etwas näher zu beleuchten. Aber natürlich gibt es auch neue Spiele. Das sind ganze 10 Stück. Darunter sind 2 Day-and-Date-Releases, die neu kommen und wahrscheinlich auch einige Freunde und Fans dabei haben. Und dann natürlich noch ein paar ältere, aber nicht minder schlechte Titel. Auch von den Bewertungen her wirklich was Gutes dabei. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ich gebe es richtig zu, die Fragen kommen in letzter Zeit ziemlich oft in den Kommentaren unter meinen Videos. Entfernt Nvidia etwa Spiele von GeForce Now? Oder gibt es eigentlich auch Spiele, die GeForce Now wieder verlassen müssen? Beides muss man mit einem klaren Ja beantworten. Allerdings muss man differenzieren. Oftmals wirkt es so, als ob Spiele auf einmal nicht mehr da sind. In Wirklichkeit gibt es aber einfach eine Unterscheidung der spielbaren Titel zwischen dem GeForce Now Client auf mobilen Geräten und zum Beispiel halt in der Windows PC App. Denn einige Titel fehlen, zum Beispiel auf Smartphones, was meiner Meinung nach vor allen Dingen mit der Steuerung der Games zusammenhängen dürfte. Aber ganz so genau blicke ich da auch nicht durch und GeForce Now ist da wirklich nicht sehr auskunftsfreudig. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch tatsächlich Spiele, welche von Nvidia nachträglich wieder entfernt wurden. Berühmtestes Beispiel ist sicherlich God of War, dessen Steam und Epic Games Version im April 2022 neu zu GeForce Now kam und dann bereits im Juli desselben Jahres, also auch 2022, wieder vom Dienst genommen werden musste. Warum? Ja, weil Sony als Publisher seine vorher gegebene Einwilligung das vielbeschworene Opt-in für GeForce Now wieder zurückgenommen hat. Ihr erinnert euch ja vielleicht, im Juli 2022 startete Sony mit der Neuordnung von PlayStation Plus und dem neuen PC-Client zum Streamen von Spielen, daher dann diese Rolle rückwärts. Ja, und manchmal entfernt GeForce Now wirklich auch Spiele, weil sie ewig nicht spielbar sind, also seit Monaten im Wartungsmodus sind und sie es einfach nicht hinbekommen oder sich auch nicht drum kümmern. Und dann gibt es noch eine weitere Situation, in denen Spiele einfach nicht mehr supportet werden. Also ich sag mal, es sind Online-Multiplayer-Spiele und die Server werden nicht mehr angeboten, dann braucht das Spiel auch nicht bei GeForce Now sein. Und wie auch damals bei God of War bzw. Sony ist es jetzt auch Anfang Februar mal wieder, denn der Publisher Spike Chunsoft hat seine Spiele mit Wirkung vom 2. Februar von GeForce Now zurückgezogen, sodass insgesamt 14 Spiele dieses Publishers entfernt werden müssen. Es handelt sich dabei um 428 Shibuya Scramble, dann AI The Somnium Files, außerdem Conception Plus Maidens of the 12 Stars, an das Spiel Danganronpa Trigger Happy Havoc, aber auch Danganronpa 2 Goodbye Despair, gefolgt von Danganronpa V3 Killing Harmony und Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls. Dann das Spiel Fire Pro Wrestling World, außerdem ReZero Starting Life in Another World The Prophecy of the Throne, dann Research and Destroy, außerdem das Spiel Shiren the Wanderer, The Tower of Fortune and the Dice of Fate, außerdem Steins Gate, das Spiel Senki Zero Last Beginning und Zero Escape the Nonary Games. Solltet ihr weitere Fragen zu Spielen haben, die den Dienst verlassen müssen oder in der Vergangenheit mussten, dann nutzt am besten den Kommentarbereich unter diesem Video. Übrigens, wie das jetzt genau abläuft mit den 14 Spielen von Spike Chunsoft, weiß ich gar nicht so genau, weil darauf ging Nvidia GeForce Now in seinem Blogpost gar nicht ein. Bei God of War war es ja zum Beispiel so, wenn ihr dieses Spiel einmal gestartet habt, bis zum Deadline, wo das Spiel dann aus GeForce Now entfernt habt, so richtig in eurem Besitz auch angespielt habt, dann könnt ihr das jetzt, heute hier im Jahr 2024 immer noch tun. Und dass bei diesen 14 Spielen von Spike Chunsoft auch so ist, weiß ich nicht. Aber mal ganz ehrlich, habt ihr eins davon? Und wenn ja, habt ihr eins davon gespielt? Also ich kenne kein wirkliches davon, aber mir sind einige bekannt vorgekommen, weil sie einfach in den letzten Monaten des Öfteren mal hier oder auf den anderen Cloud-Gaming-Diensten neu ergänzt wurden.
Aber keine Angst. Neue Spiele gibt es dennoch in dieser Woche. Beginnen wir am besten mit Stargate Timekeepers, welches neu am 23. Januar erschienen ist und mittlerweile über Steam auf GeForce Now zur Verfügung stehen müsste. In dem Taktikspiel führst du ein Team aus Spezialisten durch eine storybasierte Kampagne mit einer eigenständigen Handlung, die im Universum vom Stargate SG-1 spielt. Konkret weicht Stargate Timekeepers am Ende der 7. Staffel von der Haupthandlung von Stargate SG-1 ab, um eine eigene Geschichte zu erschaffen, die sich über 14 handlungsreiche Missionen erstreckt. Dein Abenteuer beginnt während der Schlacht über der Antarktis, in der Commander Eva McCain und der Team SG-1 im Kampf gegen die Flotte von Anubis unterstützen. Schleiche dich mit einem neu gebildeten Team hinter die feindlichen Linien, nutze die einzigartigen Fähigkeiten deiner Charaktere, schmiede den perfekten Plan und bezwinge die Gurt-Bedrohung. Das Spiel wird in 2 Teilen erscheinen, Staffel 1 Teil 1, jetzt im Januar 2024 und Staffel 1 Teil 2 dann später im Jahr 2024. Die gesamte Staffel 1 steht aber jetzt schon für 28,99 € bei Steam zur Verfügung. Einen Metascore hat das Spiel bisher allerdings noch nicht. Im Early Access startet heute Enshrouded neu bei Steam und im Laufe des Abends dann auch bei GeForce Now. Das Spiel kann entweder als Survival-Game mit großem Action-RPG-Anteil gesehen werden oder Action-Spiel mit RPG und vor allem vielen Survival-Elementen. Wie dem auch sei, das vom deutschen Entwickler Keen Games erdachte Enshrouded kann auch im Koop-Modus gespielt werden und steht als Release-Angebot noch bis zum 31. Januar für nur 26,99 € bei Steam zur Verfügung. Und worum geht es? Am Anfang hast du in Enshrouded nichts außer deinem Willen in der Wildnis zu überleben. Du musst dich durch die verfallenen Reste eines verlorenen Königreichs kämpfen und die Bestien abwehren, die es auf dein Fleisch abgesehen haben. Durchquere Wälder, Höhlen, Verliese, suche nach geheimen Wissen und auch Schätzen. Werde stärker, um dich in den Shroud zu wagen und den Kampf zu den Schrecken der Tiefe zurückzubringen. In Firefighting Simulator The Squad erlebst du an über 40 abwechslungsreichen Einsatzorten hautnah, was es heißt, in einer Großstadt als Feuerwehrteam Brände zu bekämpfen. Absolviere fesselnde Einsätze in einem 60 Quadratkilometer großen nordamerikanischen Setting. Steuere originalgetreue Feuerwehrfahrzeuge von Rosenbauer America, lösche Brände und rette Menschen in Not. Mit bis zu 3 Freunden im kooperativen Multiplayer oder auch allein im Einzelspielermodus. Dabei steht dir authentisches Equipment wie beispielsweise Helme, Feuerwehrstiefel und auch ein Atemschutzgerät aus dem Portfolio bekannter Hersteller der nordamerikanischen Feuerwehrindustrie zur Verfügung. Das Spiel kommt über Steam neu zu GeForce Now und hat aktuell einen 64er Metascore für die PS5, denn für die PC-Version gibt es noch keinen. Was es mittlerweile nicht alles für Spieletypen gibt, zum Beispiel ein Heavy Metal Rhythmus Action Shooter. Ja, vielleicht habt ihr es erraten, ich spreche von Metal Hellsinger. Das Spiel ist eine einzigartige Mischung aus Rhythmusspiel und Ego-Shooter, bei dem die Fähigkeit im Takt zu schießen dein Spielerlebnis verbessert. Je genauer du den Takt triffst, desto intensiver wird die Musik und umso vernichtender fallen deine Angriffe aus. Vernichte die dämonischen Horden und ihre Anführer, um in einem gewaltigen Showdown der Roten Richterin höchstpersönlich die Stirn zu bieten. Das Spiel kommt neu zu GeForce Now über die Xbox-Integration und hat einen 79er Metascore. Road 96 Mile Zero ist das Prequel zu Road 96, welches die Geschichte zweier Freunde mit unterschiedlichen Lebensumständen vor dem eigentlichen Hauptspiel erzählt. In dem narrativen Abenteuerspiel mit musikalischer Komponente schlüpfst du abwechselnd in die Rollen von Zoe und Kato, zwei Teenagern mit unterschiedlichen Lebensumständen und Überzeugungen. Sie erkunden White Sands, eine luxuriöse Wohnanlage, in der die Elite Patrias lebt und wo Kaitos Eltern arbeiten. Zoe ist einer der Charaktere aus dem Hauptspiel Road 96, kommt aus dem reichen Viertel der Stadt und ihr Vater arbeitet für die Regierung. Kato, ein Charakter aus Lost in Harmony, erlebt in ärmeren Verhältnissen. Zu Beginn des Spiels sind die beiden gute Freunde, aber das könnte sich ja bald ändern. Das Spiel kommt über die Xbox-Integration neu zu GeForce Now, hat einen 65er Metascore für PC, aber seltsamerweise einen 72er Metascore für die Xbox-Version. Irgendwo in der Mitte liegt wahrscheinlich die Wahrheit.
Achtung, Deal-Alarm! Bis zum 1. Februar erhaltet ihr das mit 85 Punkten bei Metacritic.com bewertete Shadow Tactics Blades of the Shogun aus dem Jahr 2016 für nur sagenhafte 3,99 €. Das Echtzeit-Strategiespiel kommt via Steam zu GeForce Now, spielt im Japan zur Zeit der Edo-Periode und fokussiert sich auf Taktik und Stealth. Steuere ein Team von tödlichen Spezialisten. Wähle deine eigene Herangehensweise, wenn du mächtige Festungen, verschneite Bergkloster oder geheime Lager in der Wildnis infiltrieren musst. Plane deine Angriffstaktik sorgfältig, lege Fallen, täusche und überliste deine Gegner und bleibe immer im Schatten. Denn der Gegner ist übermächtig. Für Freunde dieser Art von Spielen also ein totales Muss. Ich meine, 4 €! Ja, und gleich nochmal Shadow Tactics Blades of the Shogun, denn Ico's Choice ist die ersehnte unabhängige Erweiterung zum beliebten Stealth-Tactics-Spiel. Im Japan der Edo-Zeit steuerst du die gewandte Kunoichi-Adeptin Aiko und ihre tödlichen Assassinenfreunde und jagst Geister der Vergangenheit. Auch dieses Spiel ist bis zum 1. Februar krass reduziert auf aktuell nur 4,99 €, hat einen 83er Metascore und kommt via Steam zu GeForce Now. Die Erweiterung legt den Fokus auf eine der Protagonistinnen des Hauptspiels. Ja, ihr habt es erraten, Aiko. Sie ist eine Meisterin der Tarnung und täuscht Gegner mit ihrer Geisha-Verkleidung. Genau wie im Hauptspiel übernimmst du die Kontrolle über 5 geschickte Assassinen inklusive halt Aiko, die sich in den Schatten an dutzenden Gegnern vorbeischleichen. Und schlagt ihr gleich 2-mal zu oder habt ihr beide Spiele bereits kurz nach Erscheinen gesuchtet? Oder fehlt euch vielleicht noch eins? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ebenfalls neu bei GeForce Now, das mit 77 Punkten bei Metacritic.com gewertete Zolasta Crown of the Magister. Bei diesem rundenbasierten taktischen RPG, basierend auf dem Regelwerk von SRD 5.1, würfelt ihr auf Initiative, führt Gelegenheitsangriffe aus und bestimmt über die Positionierung auf einem dreidimensionalen Schlachtfeld. In Zolasta übernehmt ihr die Kontrolle über 4 Helden, die jeweils über einzigartige Fähigkeiten verfügen, die sich gegenseitig ergänzen. Jeder Held nimmt mit seiner Persönlichkeit Einfluss auf das Abenteuer, wodurch jede Tat und jede Interaktion die Geschichte dynamisch vorantreibt. Das Spiel ist neu bei GeForce Now über Steam spielbar. Tales Noir ist ein Detektivabenteuer im Post-Noir-Stil. Als Waschbär-Privatdetektiv Howard Lothar erkundest du das dystopische, von Tieren bewohnte Vancouver und bist einer persönlichen Geschichte der Veränderung und Transformation auf der Spur. Das Spiel ist inspiriert vom Film Noir, schräger Sci-Fi, post-sowjetischer Ästhetik, modernen politischen Regimen, den Werken von Lynch und Kaufman und der existenziellen Philosophie Sartres. Diese lineare, filmische Erzählung untergräbt das Genre und stellt dein Verständnis davon in Frage, was es bedeutet, ein Individuum zu sein. Holy moly, was ist das für eine Beschreibung? Das Spiel will also so möglichst alles sein. Mal gucken, wie es euch gefällt. Bei Metacritic.com hat es 72 Punkte ergattert und Tales Noir kommt via Xbox-Integration zu GeForce Now. Wobbly Life ist eine lebhafte Open-World-Sandbox, in der du die Spielwelt von Wobbly Island mit deinen Freunden erkunden kannst und dabei lustige Orte entdecken kannst. Das Spiel ist im Kern ein Physik-Sandbox-Spiel, sodass fast alles im Spiel gegriffen und damit gespielt werden kann. Die Welt ist voller Requisiten und Minispiele. Interaktion ist vollständig gewünscht. Also ideal für Familienabende oder auch kindgerechte Spielstunden. Unterstützt Wobbly Life auch einen Mehrspieler-Modus. Das Spiel kommt über Steam und hat keinen Metascore. Ja Leute, das war der heute mal etwas andere GeForce Now Games Update am 25. Januar. Erstmals, dass ich mich länger damit befassen musste, dass Spiele wirklich vom Dienst rausfliegen. Aber ja, shit happens. Und wenn der Publisher einfach keinen Bock mehr hat auf GeForce Now, dann ist das eben so. Übrigens, warum der das gemacht hat, ist auch völlig unklar, weil monetäre Art dürfte es eigentlich nicht geben. Die Spiele müssen ja auch nicht gepflegt werden. Die laufen ja einfach und die sind da. Aber vielleicht gibt es da andere Lizenzbestimmungen. Oder der Publisher wird oder wurde gekauft, habe ich mich auch gar nicht informiert. Wenn ihr dazu mehr Infos habt, könnt ihr mir die gerne in den Kommentaren lassen. Außerdem möchte ich gern von euch wissen, welches Spiel denn am meisten für Begeisterung sorgt bei euch. Ist es Stargate Timekeepers oder habt ihr richtig Bock auf Enshrouded? Dann sagt mir es doch bitte gerne in den Kommentaren. Also ich finde, es ist für alle was dabei, aber so richtig ein fetter Kracher ist halt irgendwie nicht.
Und ich weiß auch gar nicht, wann der nächste fette Kracher kommen sollte. Das Spielejahr 2024 ist bis auf vage Erscheinungen in Zukunft, vor allen Dingen für Xbox und PlayStation, momentan noch ein bisschen mau. Das könnte aber alles noch besser werden. Ich freue mich jedenfalls drauf und ich freue mich auch, dass ihr heute hier wieder mit zugeschaut habt bis zum Schluss. Deswegen hier nur für euch Zwieback. Alles klar, bis bald, ahoi und ciao. Ja, und manchmal hat... Ja, und heute muss ich euch leider verkünden, dass 14 Spiele von... Dieses Video ist eine Produktion der Moodiful People Content Creation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieback.